Hallo und willkommen bei FIFA 16 Trainerkarriere. Es geht wieder los mit dem FIFA Lenny. Guten Tag. So, wir werden erstmal gucken. Nationalpokal. Wir haben Gedanken gemacht, Chancen im Pokal. Runde letzten 32, okay. Alter, unser Geld! War? Ja, wahrscheinlich, weil wir den Klassenerhalt geschafft haben und. Was ist Liga-Ziel? Der Forscher hofft auf eine gute Saison. Wir haben hauptsächlich gemessen die Liga-Saison. Folgendes Ziel. Im Tabellenmittelfeld. Ja, das ist möglich. Mit den Kader. Ah, genau. Hier. Mess. Come on. Wir hatten Come on. Wusste ich. Dann noch mit Bandowski, der sogar ein Downgrade. Ah, hier, warte. Oh, wir sollten uns Spieler zulegen. Wir haben nur noch die Bank hier. Alter, oh. Wir haben ja, wirklich mal Geld. Erstmal müssen wir über eine Position nachdenken. Ein Verteidiger noch, oder? Hm? Erstmal einen Verteidiger und einen Mittelfeldspieler. Erstmal Mittelfeld ist wichtiger. Hm. Mittelfeld ZM. Nationalität ist alles egal. So, wir gucken erstmal in unserer Liga. Und entweder er soll jung sein. Bis 20 gibt's da noch was? Nein. Bis 24, da dürfte es aber noch was geben. Okay, in der Liga gibt's hier nichts mehr, was noch normal ist. Bis 27? Da hier. Gaudinho. Das sieht nett aus. Anfrage an den bayerischen Spieler. Alter, der ist 27. Ist er jetzt nicht ein echt 19 geworden? Hm? Ja, komm. Der ist auch ein echt 19. Den habe ich in einer privaten Karriere gesehen. Gibt es im Moment freie Spieler? Wir gucken mal nach freien Spielern. Ob es da im Moment was gibt. Warte. Mittelfeld. ZM. Freie Spieler. Oh. Sogar ein echter. Alter, war der nicht mal bei uns im Verein? Ja, war er sogar. Ah, ich glaube, der hat gekündigt. Ah, genau. Wir konnten uns doch seinen Vertrag nicht leisten. Ich glaube, so war das. Alle. Wir gucken mal, wo spielt denn unser damaliger Schützling? Sarre. Alter, der ist jetzt 29 und spielt bei Gladbach. Alles klar. Pazlak spielt ja bei uns. Ja, Pazlak spielt bei uns. Gut, hatten wir noch irgendwelche Schützlinge? Leiva, logischerweise. Als unsere Legende. Serie E. Wir gucken erstmal hier. Wir würden uns gerne fürs Mittelfeld rüsten. Weil nichts geht über ein gutes Mittelfeld. 31, logisch. Oh. Okay. Da kann man mal rausschicken. Das ist seit 2012 ein Verein. Wir gucken nur bei den Top-Vereinen Inter. Also ich glaube, junge Talente wird es nicht mehr so geben. Hm. Ich will mal was wissen, was aus Weige geworden ist. Weigel. Weigel. Oh, der spielt noch bei Dortmund. Alles klar. Schicken wir auch mal raus. Was? Wir gucken mal nach den ältesten Spieler. Also 32 gibt's sau viele. 37 gibt es auch noch. Ach, scheiße. Wie lange spielen die alle? 42. Es gibt drei Spieler, die noch. Einer 44 sogar. Okay, 44 ist der älteste Lenny. Der aktuell älteste Spieler hier. Okay, der hört danach auf.
Wir brauchen einen Spieler mit Erfahrung. Robben. Alles nur Torwette. Oh, ein Stürmer. Oh Mann, der hört auf. Schade. Da komme. Mann, warum hören die alle auf? Warum hören die alle schon mit 37 auf? Ah, hier, komm. Kaufne. Nee, da ist sogar ein Bundesligaspieler. Oh, der hat... Nee, warte. Da, der. Der hat auch auf der Hannoveraner. Schade. Wir gucken. Gut, wir simulieren erstmal weiter. Erstmal Turnier. Hier, ja, da machen wir mit. Lenny, wir wollen uns wieder an die alten Stärken herankämpfen. Früher war ja hier 1860 ein Top-Verein. Und das, was der Verein früher war, wollen wir uns jetzt erholen. Aber ein Angebot für 14 Millionen. Okay. Da gehen wir mal runter. Man muss ja auch nicht gleich alles bieten. Wofür ein Angebot? 1,4. Komm, das nehmen. Da gehen wir auch mal runter um 2. Hier kommt von Gladbach noch ein. Was sagtest du mit 14 oder 4? Nee, der Spieler von Florenz. Okay, England akzeptiert. Akzeptiert, alle drei haben akzeptiert. Das ist doch schön. 5 Jahre kommen und Rolle geben wir mal keine. Wir wissen halt noch nicht viel über die. Wir werden auch gleich mal Squads oder Scots rausschicken. Boah. Wir gucken erstmal, ob die auch schon so annehmen. Ich glaube, für die wären Vereinswechsel gut. Wir schicken jetzt mal Squads raus. So. Squad Necklets aufbauen. Einmal in Deutschland. Genau. 9 Monate. Dann schicken wir den Japan, ja genau, Japan. Ne, China ist größer. Und den Rumän. Der geht nach Argentinien. So. 3 Netzwerke wurden aufgebaut, Lenny. Du bist ganz schön ruhig. Mhm. Aber jetzt das erste Freundschaftsspiel ist es ja nur. Gegen West Ham. Aber es ist ein Pokal gegen West Ham United. So, das erste Ligaspiel, genau. Das erste Spiel. Die überspringen wir immer. 1-0 Niederlage, ja. Wir müssen erstmal unser Mittelfeld stärken. Kann ich sowas fragen? Nein, du bekommst keine Chance. Abgelehnt. Zustimmgrund. Mir gefällt es hier, okay. Der aus der Serie will nicht kommen. Und er hat akzeptiert. Einen haben wir. Und wir könnten uns nochmal nach Embolo umgucken. Nach wen? Embolo. Darfst du gleich buchstabieren. Warte, was hat er gesagt? Welche Rolle? Wichtiger Stammspieler, wenn er es richtig macht. Embolo, okay. Mhm. Buchstabier mal. E-M. E-M. B. B. O. O. Hier, der erste. Okay. 27 ist er schon bei Schalke. Anfrage. Hat das gewisse etwas? Ach du Scheiße, der ist zu teuer. Den kriegen wir so. Ja gut. Na gut. Der ist ein bisschen teuer. Wir haben das erste Spiel verloren, das ist mies.
Jetzt sehe ich hier gegen West Brom. Und 1-0. Come on, please. Komm. Oh, um Silke. Da die 90. Ach du Scheiße, was für eine Stimme haben die denn? Aber Schalke wurde auch eine Saison Meister. Die müssen das können. Akzeptiert, gut. Wir haben ihn. Wir haben jetzt zwei Mittelfeldspieler gegönnt. Jetzt müssen wir in der Verteidigung aufrücken. Aufrücken, nachrücken. Gut. Wen spielen wir? Dortmund oder Gladbach? Wir nehmen beide mit. Und wir stellen ihn rein. So, wir lassen erstmal den ihn spielen und danach den Dortmunder. Wir lassen beide spielen. So, Sevilla gewinnt das Rennen um Tar. So, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir weiter. Gegen Basel, die haben erst einen Unentschieden geschafft. Komm, Leiver. Leiver und Kumon machen das. Leiver und Kumon. Nice, Halbfinale, Lenny. Oh, shit. Problem behandeln. Oh, rot. Mit rot gesperrt, dann kommt er da rein und dafür fährt er mit. Und jetzt bekommt er mal seine Chance. Simulieren. Komm schon. Halbfinale gucken wir uns an. Wir gegen Vallecano. Oh, 1-0 Rückstand. Gegen Vallecano durch. Diaz. Und Vidal mit dem Ausgleich. Arturo Vidal. Und Leiva mit der Führung. Unser Schützling. Aber es ist so, Leiva ist unser Schützling. Wir haben den mit 8, als er 18 war, geholt. Oh, Rodriguez mit dem Ausgleich. Oder Rodriguez. In Elfmeterschießen gewonnen, Lenny. Finale. Finale. Oho. Finale. Oh. Mess sagte irgendwas. Ich glaube, Mess spielt. Gut. Er ist immer noch rot gesperrt. Ah, ich glaube, nee. Hier. Ich glaube, man ist hier das ganze Turnier für rot gesperrt. So, jetzt gegen Genua. So. Erstmalige Verein von Mustafi. Ja. Die haben Itzo. Duda. Everything is sing is a Duda, Duda. Oh, the Duda Day. Vidal mit den Elfmeter. 1-0. In Europa Intel Cup Finale. Ausgleichstreffer. Nein, nein. Ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken. Ich verdecke mir gerade den Spielstand. Oh, in Elfern verloren. Schade. Aber wir sind ins Finale gekommen. Ja, wir sind keiner der Top. Schön, dass das Team das erreicht, das Endspiel beim Cup. Ja, in ein paar Wochen losgeht. Ja, genau. Wir sind vorbereitet. Wir haben talentierte Spieler. Geht aber besser. Deswegen gucken wir jetzt nach einem Verteidiger. Defensive. Innen. Wen gibt's denn da? Wir gehen Liga nach Liga. Premier League. Da kann man eine Anfrage drauf machen. Boateng. Oh. Ach du Scheiße. Alter, sein Wert ist richtig niedrig. Komm. Polen. Alter, wir haben schon Vidal und Martinez. Einfach mal Boateng gönnen. Alter, Vidal und Martinez haben wir schon. Wenn wir den noch bekommen, Alter, dann wären wir Bombe. Er steht nicht zum Verkauf. Mal gucken, wie die auf unser Angebot reagieren. Also für den 3 kann man auch mal weiter. Wir müssen weitergehen. Wir müssen allgemein wegen einen gucken, ob wir jetzt Boateng bekommen oder nicht. Und vielleicht noch nach dem Stürmer. Zweiten. Oh, für 3. Alter, die haben sogar angenommen. Flori. Was denn? Okay. Ey, wir kriegen einfach Boateng. Vielleicht, wenn er annimmt. Abgelehnt, aktuell von meinem Star. Okay, erstens da, er will nicht. Aber danke für die Interesse.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Genau. Und es sieht hier wichtiger Stammspieler, weil im Notfall ist er eben Backup und ein Pokal wird da eh gesetzt sein. Und warum? Eigentlich nicht. Okay, er will sich neu orientieren. Aber man kann ihn überzeugen, Lenny, gut. Größere Rolle. Und einfach mehr Geld. 90. Wenn man ihn überzeugen kann, dann holt Bayer den Titel. Akzeptiert das er doch. Aber schade, dass Boateng nicht kommen wollte. Man kann aber auch nicht alles haben. Wir haben schon ein Top-Team. Ja, der Sturm sieht auch nice aus. Da könnte man vielleicht sich nochmal einen 80er holen, aber... Aber er wird nicht so gesetzt sein, er wird aus, ne? Ja, wir haben hier doch noch einen Ersatzstürmer. Ja, weil auch. Verteidigung ist jetzt auch gut bestückt. Deswegen, also... Wir haben sogar zwei Ersatzstürmer. Wie lange glaubst du, spielen wir noch? Wie diese die Karriere? Ja, ja, wie lange noch? Sehr. Ich werde die bis FIFA 17 führen. Wieso? Ich meine, ob er wirklich rein muss. Gibt es nicht mehr. Nein. Piqué. Hä? Gibt's auch nicht mehr. Cammy Scheller sogar. Auba. Alter, der ist nichts wert. Vielleicht können. Könnte man wirklich. Alter, aber bei Auba geht's in die Jahre. Ja. 79. Was für Schütten. Mats Hummels will er sich gönnen. Der spielt sogar noch bei Dortmund. Oh, er hat nach der Saison auf. Okay, schade. Aktuelle Top-Verteidiger. John. Nicht dabei, okay. Ich bin Silva. Warte. Thiago Silva. Thiago. Nö. Hier gibt's nicht mehr. Guck mal nach David Luiz. David. Hatte ich auch vor. Nö, aber Alaba spielt noch. Bei. Oh, das spielt sogar. Nee. Okay. Neuer. Wo spielt der Neuer? Neuer. Der spielt sogar noch bei Bayern. Aber noch eine 92er Bewertung. Also ist bei ihnen alles gut. Bur. Oh man, wirklich ganz unten. Da mit 33 kommt vielleicht. Okay, auch zu teuer. Was gibt es im Moment für Spieler, die man vielleicht schon... Kario als Torwart? Nicht nur, aber... Kari... Los. Loris? Anfrage, kann man ja mal rausschicken. Was könnte man sich gönnen? Sieger. Nicht überlegt gerade. Vielleicht so ein Luka Modric. Da ist er. Ist er noch bei Real? Au, er hört nächste Saison auf. Alter, wir haben aber trotzdem schon gute Spieler in unserem Team. Guck einfach mal in den Gebäude. Wie sieht's denn hier aus? Stürmer, ja, Messi kann man. Okay, er hört nach der Saison auf. Also, Alter, Messi hört nach der Saison auf. Nee, Mittelfeld, wie sieht's hier aus? Alter, Rakitic. Oh Mann, er hört auch auf. Sonny, die haben Eiskatz, Sané. Und er hat eine 85er Bewertung.
Nee, warte. Hier Verteidiger. Aber der kommt auch langsam und Verteidiger brauchen wir nicht. Tomark. Zu teuer. Okay, wie sieht's bei den Königlichen aus? Wir könnten nochmal rein. Angriff. Haben die nix? Haben die nix? Mittelfeld. Iska. Oh, Alter, der hat auch fast eine 90er Bewertung. Ist hier noch was? Modric haben wir ja schon geguckt. Was? An Verteidigung wissen wir, brauchen wir nicht. Und Navas vielleicht. Und irgendein Mittelfeldspieler im Moment. Gundu. Okay. Ja, dann beenden wir erstmal die Aufnahme mit 21 Minuten, würde ich sagen. Haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ciao.